Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Und zwar möchte ich heute nochmal mit euch Moss zocken. Ich habe es ja schon mal im Livestream gezeigt mit der Valve Index. Da habe ich aber nicht komplett durchgespielt und ich wollte das eigentlich ein bisschen durchspielen, ist aber in Vergessenheit geraten. Und jetzt hat der Entwickler mich nochmal angeschrieben, ob ich das gerne auf der Quest testen möchte. Und ja, möchte ich. Deshalb heute Quest Gameplay. Und das Gute ist, ich kann sogar zwei Keys von Moss für die Quest verlosen. Es hat, glaube ich, kein Cross-Buy, das heißt, es ist wirklich nur für die Quest dann verfügbar. Aber trotzdem cool. Also das ist auch ein Game, was echt super für die Quest ist, meiner Meinung nach. Klar lässt die ein bisschen federn bei der Grafik, das ist auch ganz klar. Aber trotzdem ist es noch echt ein cooles Spiel auf der Quest. Von daher Daumen hoch. Ja, wie macht ihr mit? Ist ganz einfach. Ihr verkauft mir eure Seele. Nein, Spaß beiseite. Ihr schreibt einfach unter die Kommentare, ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Irgendwie, dass ich erkennen kann, ja, ja, möchtet beim Gewinnspiel mitmachen. Und dann nennt ihr mir einfach den Namen der kleinen Maus, die wir steuern. Und ja, dann seid ihr mit dabei. Einsendeschluss ist nächste Woche Mittwoch. Ich glaube, das ist der 6.12. Um, sagen wir mal einfach, 15 Uhr ist Einsendeschluss und also 6.12. 15 Uhr. Und dann schaue ich mal, wann ich die Verlosung wirklich mache. Ich versuche es auch wieder im Livestream zu machen. Ja, ihr solltet schon Abonnent von meinem Kanal sein. Das ist eigentlich ganz logisch. Like da lassen und ja, wie schon eben erwähnt, schreibt unter die Kommentare, ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und ja, wie heißt die kleine Maus? Ne? Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz die Seite an von Oculus. Und ja, also 1002 Bewertungen und wie ihr seht, also fast volle 5 Sterne, also perfekt. Ich finde dieses Spiel auch echt sowas von genial. Also ich habe selten, sagen wir mal, ein süßeres Spiel gespielt irgendwie. Die ist so putzig, diese Maus. Echt klasse. Ja. Hier kostet das 29,99 für die Quest und ja, ihr könnt heute zwei Keys davon gewinnen. Oder nicht heute, aber ihr könnt mitmachen dabei. Also 30 Euro könnt ihr euch sparen. Und das ist echt ein Spiel, was eigentlich jeder in VR gespielt haben muss, meiner Meinung nach. Ist schon was älter, aber trotzdem echt genial. Und hier sehen wir eigentlich, ja, ist kein Cross-Buy, sonst stand hier jetzt, glaube ich, auch Rift S und so weiter und so fort. Eigentlich schade, eigentlich sollte sowas jeder Titel anbieten. Denn warum soll ich zweimal ein Spiel im gleichen Store kaufen? Also für mich ist es der gleiche Store, ist ein Oculus Store. Und ich kaufe ja auch nicht in Steam Store jetzt für die Rift S kaufe ich ein Spiel. Und das kaufe ich dann auch nochmal für die Valve Index. Also lächerlich, einfach echt lächerlich. Und ja, finde ich nicht in Ordnung. Ja, ist in mehreren Sprachen übersetzt. Und ja, auf jeden Fall englische Tonspur und deutsche Tonspur habe ich probiert. Und ja, was jetzt hier noch steht, habe ich natürlich nicht alles probiert. Aber die geben es hier an. Und ja, ob es wirklich dann alles Sprachausgabe ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber wie gesagt, Englisch-Deutsch, das ist für uns ja eigentlich relativ wichtig. Viele spielen gerne in Englisch. Die meisten doch aber in Deutsch. Ich spiele es auch in Deutsch. Hat 2,64 GB, also ist auch relativ klein und okay für die Quest. Ja, wie eben schon erwähnt, ich werde genau da weitermachen, wo ich mit dem Valve Index Stream aufgehört habe. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, hier sind wir beim Level, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Und ja, das ist unsere kleine Maus, Quill. Okay, was war das? Hi Quill. Fistbomb? Fistbomb? Nein. Willst du nicht machen? Also trotz Quest können wir hier echt noch alles bewegen. Ja, nicht alles, aber einiges. Ja, da müssen wir lang, oder? Ja, ja. Ja, schauen wir uns mal um, was wir hier haben. Also da müssen wir mit Sicherheit nicht lang. Da ist ein Schalter, wie ich sehe. Da können wir mit Quill hin. Hier oben ist auch noch so ein Käfer. Okay. So, schnappen wir uns mal einen Käfer, setzen den mal auf die Plattform, schauen wir mal, was passiert. Du kommst mit, komm. Du kannst meiner Macht nicht widerstehen.
Okay, da geht dieser Fahrstuhl hoch und runter. Also wir müssen irgendwie zu diesem Schalter kommen. Mal schauen, ob wir da jetzt hinspringen können, wenn der ganz unten ist. Okay, lass mal noch mal ein bisschen weiter runterfahren. So. Ne, da kommt er auch nicht lang. Gut. Dann müssen wir da mal runterfahren. Schauen wir mal, wie wir da, wo wir da dann lang können. Irgendwo lang? Ah, hier hoch. Okay. Ah, okay. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht so hoch gemacht hier. Und der kann da hoch, der kleine Kerl. Kann er. Sehr gut. Hau den Schalter, Jung. Ha. Komm du mal her. So. Jetzt müssen wir schon mal schauen, dass wir wieder hier rankommen. So. So, was bringt uns das jetzt hier? Wir können hier jetzt mal rein. Und da könnten wir eventuell hoch. Machen wir das einfach mal. Oh Gott! Du musst schneller sein, Quill! Jetzt aber, komm! Ruckzuck! Oh, jetzt müssen wir den mal wiederbeleben. Also ich glaube, dass das wiederbeleben ist, weil danach ist, fühlt er sich wieder gut. Ha! Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir lang können. Hier, lauf! Lauf, 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 lauf! Okay, sind wir hier? Ja, du bist jetzt mal ruhig, ne? Du bist jetzt erstmal kaputt gemacht, so. Okay, jetzt ist er zu. Jetzt ist er zu. Der Schalter ist betätigt. Wäre sowieso blöd, wenn der hochgeht. Dann machen wir hier. Ah, okay. Haha. Und weiter geht's. Wo sind wir jetzt? Das kenne ich noch vom letzten Mal. Also, vor davor, das ist das Level, wo wir schon durchgegangen sind. Hier ist das Tor ja auch schon auf. Das heißt, wir gehen mal dahin, weil hierhin kamen wir, also hier kamen wir gar nicht hoch. Das heißt, wir probieren mal da hinten lang zu gehen. Das ist so cool, dass man hier sogar zu den anderen Levels noch gucken kann, wo man mal vorher war. Echt cool gemacht. Okay, schauen wir mal, wie wir die Dinger kaputt machen. Was haben wir hier? Okay, wir können so eine Rondelle hier bewegen. Können wir da reinschauen? Ah, da ist noch eine Plattform drin. Komm, du gehst erstmal hier drauf, schauen wir mal, was passiert. Okay, da ist jetzt was aufgegangen. Die Sounds von der Maus sind echt genial. Mega süß. Ja, das schaffen wir auf keinen Fall. Schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Ah. Okay. Wir könnten die Plätze tauschen, oder? Schauen wir mal.
Naja. Ich hör du mal auf hier. Das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Komm! Komm schon. Also wenn ich runter gehe, gehen die wieder zu, oder? Nein. Okay, warte mal. Wo war denn dieser Button? Da. Lauf! Ha! High five! Ja, ich dreh dich. Nein! Nein! Okay, komm nochmal. Zack, zack. Jawoll. Wollen wir nochmal hier kaputt machen. Ja, und dann da hoch, oder? Also man merkt natürlich, dass hier, dass das bei dem Dings viel besser aussieht. Bei der Valve Index oder allen anderen PC-VR-Brillen. Aber trotzdem ist es hier für die Quest echt genial und macht auch echt Spaß. Und das ist ein Spiel, was eigentlich perfekt für die Quest auch ist. Da braucht man jetzt nicht unbedingt eine PC-VR-Brille. Sollen wir da hinten mal schauen? Na, hier ist mal gar nichts zu machen. Okay. Da musst du zurück, Quill. Entweder können wir da lang oder wir gehen ins grüne Tor. Ich will ins grüne Tor. Yes! Mal schauen, was passiert. Okay. Nein, Quill! Ja, bist nass geworden, ne? Quill und der Leser waren mit der mürrischen Kröte wieder vereint. Eine kleine Prüfung. Kleine fliegen, wenn du mich fragst. Ich bezweifle, dass sie das zweite Portal finden. Okay, hier... Also ich muss sagen, hier war ich schon. Ich habe hier schon mal eine Aufnahme gemacht. Und die ist leider komplett nach hinten losgegangen, sage ich mal. Und deshalb... Normalerweise kam diese Kröte raus aus dieser Höhle und erzählte uns dann was. Und ich bin nicht abgesoffen. Aber hier scheint es jetzt nicht weiter zu gehen, oder? Wir probieren mal, da hinten hinzukommen. Nichts. Und hier? Da geht auch nichts. Kleine Kröte. Okay. Dann müssen wir zurück. Zurück. Also da bin ich in ein Portal reingekommen und hat mir da, das kann ich euch jetzt zeigen. Ausrüstung, genau. Dieses
Jetzt wollte ich ja drauf zeigen, geht jetzt gar nicht, aber dieses Rüstungsteil, diese Handschuhe habe ich bekommen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal da lang. Da war ich nämlich noch nicht. Gucken, wo uns das hier hinführt. Wepa, ab in den Keller. Okay. Hier war ich wirklich noch nicht. Also, da liegt auch noch eine Schriftrolle. Okay, komme ich von da dahin? Komm, wir probieren mal dahin zu springen. Ja, also mit der Quest aufzunehmen, kann schon mal echt böse sein. Oh! Die sind aber neu. Oh, die schießen auch. Ha! So, wie komme ich da hin? Kommt erstmal nach hier. Dann kriegst du mit der großen Pelle, dann ist für dich erstmal Schluss. Komm runter. Hoch meine ich. So. So, den haben wir schon mal erledigt. Nützt uns aber auch nichts, ne? Wie komme ich denn da an die Schriftrolle ran jetzt? Wenn ich den ganz runter mache. Ne, den kann ich nur hoch machen. Von da nach da vielleicht? Okay, müsste ich schauen. So, lass du mal jetzt Quill in Ruhe. Yes! Okay, jetzt gehe ich mal da. Mal rein. Da noch irgendwas ist? Nein? Okay. Aber wo muss ich jetzt lang? Ja, ich denke ja mal dahin, ne? Okay, müssen wir uns nochmal. Nochmal hier hoch. Mist, ich hätte den erst runter machen müssen. So, so, ihr guckt jetzt noch dahin. So, dreht euch um. So, Quill, gib alles. Oh! Okay, dann muss ich den wahrscheinlich auch erst zerstören. So, okay. Okay, keine Touch-Controller gefunden. Ich muss mal kurz die Batterien wechseln. So, Batterien sind gewechselt. Ist natürlich blöd, wenn das mitten in der Aufnahme passiert. So, jetzt stellen wir den nochmal runter. Jetzt haben wir auch keine Eile, weil uns nichts beschießt. So, da können wir mal da lang. Und los geht's. So, was haben wir hier? Das kann man alles drehen. Hier haben wir eine Plattform. Was passiert? Ah, da wird dann diese komischen Schalter, glaube ich, sind das. Also irgendwas machen die auf jeden Fall. Wir brauchen definitiv wieder irgendeinen Käfer, ne? Haben wir irgendwo eine Schriftrolle noch? Da haben wir auf jeden Fall einen Schalter, okay. Den werden wir auf jeden Fall mal betätigen. Käfer? Bist du ein Käfer? Jawoll. Natürlich so ein schießender
Natürlich blöd, aber gut. Kriegen wir den jetzt hier? Mit dem können wir sogar schießen, okay. Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir zu tun müssen. Oder zu tun haben. Schieß! Ach. Ich wollte gerade sagen, ist der unfähig? Oh, das war's für dich. Hm. Ich will jetzt aber mal kurz gucken, ob da irgendeine Schriftrolle liegt. Liegt dann nicht. Jetzt können wir da lang gehen oder da lang gehen? Hm. Ja. Oder? Kann man nicht da lang gehen? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Aber der... Doch, das würde auch funktionieren, ne? Wir gehen erstmal hier lang. Schauen wir mal, was da ist. Käfer. Schriftrolle. Schalter. Ja, muss erstmal immer alles irgendwie begutachten. Okay. Schauen wir mal, was wir machen können. Mit dem Schalter hier. Treppe ist schon mal nicht schlecht. Können wir auf jeden Fall schon mal das Ding da aktivieren. Komm, Quill. Du schlägst dich gut. Man kann Quill auch erschrecken. Bringt mir jetzt nicht wirklich viel, würde ich sagen. Bringt mir jetzt gerade gar nichts, okay. Oder? Ja, ich würde auf jeden Fall jetzt hier lang kommen. Du bist ganz leise. So. Du bist mal ganz leise. Ne, das bringt mir gar nichts, weil ich komme jetzt auch hier nicht hoch. Okay, komm, wir drehen das Ganze mal und gucken mal, was der Schalter hier macht. Aha, okay. Okay, das hindert uns jetzt gerade noch so ein bisschen daran irgendwas zu machen. Könnte ich jetzt von da aus springen? Nee, oder? Ne. Ne. Okay, damit kann man schon mehr anfangen. Damit kann man schon mehr anfangen. Okay, den Schalter können wir aktivieren. Gucken, was jetzt passiert. Okay, da kommt jetzt bestimmt ein Käfer. Einer, der schießen kann bestimmt. Damit wir hier irgendwo... Jawohl. Den kann ich aber auf keinen Fall treffen, aber den da oben, ne? So, jetzt gucken wir mal.
So, jetzt musst du nochmal da drauf schießen. Ne, der muss definitiv machen sollen. Weil sonst kommen wir hier nicht zur Schriftrolle. Dann müssen wir den nochmal betätigen, würde ich sagen. Ja, ja, bleib ruhig. Na komm. Komm mal hier. Ja, du wachst ein bisschen gerade. Okay. Ah, okay. Jetzt kommen wir ja hier hoch, ne? Ja. Schriftrolle! So. Jetzt, wenn wir hier drauf schießen, geht er nochmal hoch. Okay, dann sind wir richtig. Dann sind wir richtig. Yippie! High five! Ne, will er nicht. Wow, hier haben wir wieder eine Truhe. Cool. Was da drin ist. Also in der letzten Truhe war halt dieser goldene Handschuh drin. Der lässt irgendwie Plattformen erscheinen, schon mal, wenn man die benötigt. Ja, wir brauchen Glitzerstaub. Mal schauen. Neues Schwert? Armbrust. Ein Schild. Ja, cool. Ja, kleiner Mann. Oder Frau. Okay, jetzt muss ich mal in die Ausrüstung schauen. Okay. Hä? Keine Ahnung, warum der das jetzt nicht nimmt. Ist das ein Bug, dass ich den jetzt das Teil abgenommen habe, oder? Hier gibt es aber auch keinen anderen Weg jetzt, ne? Wo wir hin könnten. Okay. Probieren wir einfach mal wieder zurück. Wer weiß, für was wir das jetzt brauchen, was wir hier haben. Müssten eigentlich da irgendwie hochkommen, oder? Das wäre... Okay. Aha, okay.
Lauf, Quill, lauf! So, kann ich das jetzt hier? Du hast dir Schlüssel der geheimnisvollen Maus gesichert. Ja, Quill, haben wir erstmal geschafft, oder? Da ist unsere Maus. Okay, Fackeln haben wir bisher auch noch nicht gehabt, dass die an waren. Was haben wir sonst noch hier jetzt? Okay, da kann man auch nichts machen. Hoch, da. Wo haben wir denn hier irgendwo eine Schriftrolle oder sowas? Ich sehe noch keine. Mist. Okay, ich hätte natürlich erstmal zum Tor gehen können, da hinten. Ich glaube, das ist frei. Ich will erstmal schauen, was der Schalter macht. Okay. Irgendwer will uns davon abhalten, dass wir irgendwo weiterkommen. Na gut, ihr seid keine Bedrohung. Dann lache ich da drüber. Na komm. So, da gehen wir jetzt drauf. Dann geht das wahrscheinlich wieder hoch. Warte. Geht das hoch noch? Nee. Schauen wir mal hier, ob wir hier jetzt hochkommen. Ah, jetzt geht er dahin. Okay. Okay, das war mal nix. So, vielleicht geht der jetzt höher. Ich wusste gar nicht, dass man die auch kaputt machen kann. Ha! Wie geht das mit der groben Kelle? Kannst dich verstecken, aber kannst nicht entkommen.
Boah, das Zielen ist so scheiße. Jetzt? Und jetzt und jetzt und jetzt. Und dann? Und dann und dann und dann und dann. Wow. Relax. Okay, wir müssen wieder da hoch. Ah, wir hätten da drauf gemusst. Okay, kann man nicht ahnen. Okay, kommt noch was? Okay, dann bleiben wir demnächst hier drauf. Okay, jetzt kommt wieder. Nein, nein, nein. Verhalte dich ruhig, Junge. So, bitte, bitte, richtige. Ja, müssen wir abwechseln, das ist gut. Dreimal müssen wir das Ganze machen, oder? Ja, war ja klar. Oh. Na komm. Komm hier. Na komm du hier. Schnell, 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 schnell. Okay, das war's auch. Yes. Die weite Treppe hoch. Und ich würde auch sagen, wir gucken uns jetzt das noch an und dann wäre auch Ende erstmal. Schauen, was noch kommt. Wow, cool. Das sieht genial aus. Quill wurde von Stolz überströmt, als sie sich dem Höhlenfluss näherte. Nach der Nacht der Flammen leitete dieser einst ihre Vorfahren in die Sicherheit. Und jetzt, nach all den Jahren, würde sie ihm erneut folgen, jedoch in entgegengesetzter Richtung. So cool, eine Riesenhöhle und dann die kleine Maus aus so einem kleinen Floß. Auch diese Festung, wie die da in den Berg eingelassen war. Muss ja eigentlich nur so eine kleine Festung sein. Wow. Ja, beim Wasser haben sie halt gespart, also das sieht auf dem PC richtig gut aus. Und das hier natürlich nicht. Ist einfach nur ein Bild. Aber klar, die müssen irgendwo sparen, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir auch die Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt einfach mal unter die Kommentare, dass ihr noch einen neuen Teil davon sehen wollt. Spiele ich dann gerne nochmal. Ich will es definitiv durchspielen jetzt, weil
Moss ist einfach genial, also richtig geniales Spiel und muss man einfach gespielt haben, auch wenn ich jetzt sehr lange damit gewartet habe. Aber auch die Quest ist perfekt, auch wieder um den Leuten zu zeigen, wie geil VR einfach ist. Ja Leute, wenn euch es gefallen hat, haut ein Like raus und ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen, wenn ihr mir noch keins gegeben habt. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche allen Leuten, die beim Gewinnspiel mitmachen, viel Glück und ja, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.